So, die anderen beiden laufen mal wieder vor. Das müssen sie auch. Sie haben natürlich noch immer nichts Vernünftiges gefangen. Jo. Fisch! Erich! Na Daniel, was fangen wir denn jetzt hier? Hier fangen wir jetzt Hechte. Ein Hecht. Ich wollte gerade sagen, wenn es hier so viele Hechte geben würde wie Fahrräder. Ich glaube, der hätte schon keinen Bock mehr zu angeln, weil wir so viele gefangen hätten. Sagen. Das ist der Daniel. Und der Daniel kommt aus dem Internet. Von Instagram. Heute für euch rausgekrabbelt. Eben hatte ich ihn noch auf meinem Handy. Doch ich habe da reingegriffen und ihn rausgezogen. Und jetzt ist er hier. Wir werden heute auf Hecht und auf Barsch angeln. Genau. Und, vielleicht auch Zander. Mal gucken. Gibt es ein paar Ecken, wo wir vielleicht auch Zander fangen können. Ja. Genau. Wir geben unser Bestes. Das tun wir. Und jetzt geht's los. Und Hänge hatte ich schon viel. Damit sind wir in Daniels Augen absolute Amateure. Er wollte sich schon aus dem Staub machen, aber wir sind schnell. Er hat schon ein paar Mal sein Handy ausgepackt und wahrscheinlich eine WhatsApp geschrieben und kennt ihr diesen Smiley? Ja. Da will der uns glatt mal hier auf heiße Temperaturen. Es ist noch nichts gelaufen. Wir haben den ersten Spot schon hinter uns. Aber die Größe ist einfach der Hammer. Wir sind geflasht und wir sind mitten in der Stadt und angeln hier in einem Kanal, der unterirdisch teilweise läuft, und das ist schon geil. Wie ist denn deine Quote hier? Drei Würfe, drei Hänger. So ungefähr. Auf jeden Fall habe ich drei Köder schon verloren. War natürlich mein absoluter Lieblingsköder. Wenn ich jetzt keinen Fisch mehr fange, liegt es einfach nur daran, dass die Topköder nicht mehr meine Angelbox sind. Guten Tag. Grande? Große? Ja, ah, hat sie gesehen. Hier ist der absolute Hotspot. Big one. Big one. Big one. Super. Wenn wir aber jetzt nichts fangen. Wir fangen was. Unterm Steg hört man plötzlich so. Und ich gucke hier so drüber. Da waren Ü40 Barsche, haben die ganz klein gefressen. So, die haben die gejagt, die waren dann kaputt und dann haben die die von der Oberfläche geholt. Ich hier geil. Den kleinen hier so reingehalten und 43 und 45. Jo. Fisch! Ja. Ich habe nur runtergelassen. Mann, ein schöner Barsch. Oh, 35, oh, ja. Ja. Also das war ein schöner Barsch. Petri! Ja, das ist mein Einstieg für heute. Ja. Ist so. Auch nicht schlecht. Ja, aber Kaffee trinken. Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Und schon das erste Wurf, ne? Ja. Ich habe ihn einfach nur absinken lassen. Ich dachte, der steht da. Und er stand auch da. Nice. Sehr, sehr cool. Kann man machen. Er kann sich kann sehen, sehen lassen. Ja. Petri. So, die anderen beiden laufen mal wieder vor. Das müssen sie auch. Sie haben natürlich noch immer nichts Vernünftiges gefangen. Anders als ich. Deswegen rede ich auch gar nicht mehr mit denen. Zu Amateuren da. Die Barschkönigin. Königin, genau. Ach, damit kann ich leben. Ich brauche keinen, der mir sagt, wie gut ich bin. Deswegen habe ich auch keinen Instagram-Account. Bei YouTube mache ich ja nur mit, weil Michi das so wollte, weil er alleine vor der Kamera Angst hat. Ja, Daniel. Was ist dir denn bisher so hängen geblieben von der Walk-the-Fish-Angel-Crew? Also ich weiß, wer am meisten Köder ins Wasser schmeißt und da lässt. Der Punkt geht ganz klar an dich. Danke. Ja. Michi, ich habe einen Punkt. Ansonsten, wie gesagt, die Fische lassen bisher noch auf sich warten. Aber wie gesagt, schlechte Mondphase, Wasserdruck, Luftdruck, Tide schlecht, das sind die Gründe. Das lassen wir einfach mal so stehen. Was fangen wir denn jetzt hier? Hechte. Hier fangen wir jetzt Hechte. Ein Hecht. Hier fangen wir jetzt einen Hecht. Ja, der wohnt hier. In Holland werden die immer wieder zurückgesetzt. Die wohnen dann halt hier fest. Auf geht's. Also wenn es hier so viele Hechte geben würde wie Fahrräder. Ich rede nur mit der Kamera.
wollte gerade sagen, wenn es so viele Hechte geben würde wie Fahrräder. Also ich glaube, der hätte schon keinen Bock mehr zu angeln, weil wir so viele gefangen hätten. Ja, man muss dazu natürlich sagen, ist gerade echt schlechte Mondphase und Luftdruck ist auch schlecht und Tide ist halt auch. Ja, eigentlich sind es ja die Zuschauer schuld. Ihr seid schuld. Weißt du warum? Weil sonst wäre der Daniel mit uns ganz irgendwo anders hingefahren. Was macht er nicht, weil ihr uns alle dahin fahrt und die ganzen Gewässer leer fischt. Ja, der Daniel, der macht jetzt was Verbotenes mit uns. So schlimm ist es schon. Ich bin ja jetzt zwar kein Holländer, aber hier so verboten Zugang. Verbotener Durchgang, würde ich jetzt mal sagen. Aber was tut man nicht alles für einen 15 cm langen Barsch? 15? Ich will ja realistisch sein. Ja, vielleicht soll ich mir erstmal einen Köder an die Angel machen. Ey. Ich habe ja schon meinen fünften Abriss hier zu verzeichnen. So, wir gehen zum nächsten Spot. Aber der ist wirklich gut. Aber fangen werden wir wahrscheinlich nicht so gut, weil... Monddruck, Wasser, Tide. Genau. Schlecht. Wir lassen uns überraschen. Mal schauen. Sieht sehr vielversprechend aus. So Leute, da wir hier in der City unterwegs sind, musste ich mich gestern Abend entscheiden, welche Köder ich alles mitnehme. Einmal Barsch und einmal Hecht. Und es war gar nicht mal so einfach. Der Keller sieht aus wie Sau jetzt. Aber ich hoffe, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Und ich fange jetzt an, ein bisschen hier auf Hecht zu angeln. Mal schauen, ja, welcher Köder das macht. Ne? Unter der Brücke hat es gefluppt. Es gibt sie doch. Ja, damit entschneidert. Yes! Was war der Erfolgsköder? Der Slickshed von Vox. Die neue UV-Farbe. Ah, siehst du, ich habe gar keinen UV-Köder dran. Aber UV fängt halt nur die kleinen Zander. Ja, hätte der Michi das jetzt mal mitbekommen. Der ist da ganz, ganz hinten. Der kapiert das nicht. Irgendwas macht er da hinten. Aber ist kein Riese, oder? Die man verliert immer besser. Ja! Ja, ja, aber auch kein. Nein! Oh, ein kleiner Hecht! Ein Mini-Hecht! Der hätte aber auch, ich meine, glaube ich, wäre eine Abzinkphase. Ich habe noch keine Kurven drin gemacht. So, wir haben gerade noch drüber gesprochen, wie zäh das hier alles gerade ist. Aber yeah. Bam! Ihm habe ich doch gesagt, die Hechte wollen nicht. Ja. Er kam, sah und siegte. Bitte, bitte. Nice. So, ich will alles wissen. Köder, Führungstechnik. Wir haben tatsächlich gerade gerätselt, wo die Hechte sind. Ich dachte gerade noch, die Zeit kommt. Und er meinte, ist das jetzt die Zeit? Oder falsch verstanden? Oder buff. Stieg er. Dann war er da. In diesem Moment ein. Ja, schön. Ja, sehr cool. Ja, Leute, das war's. Wir haben nichts mehr rausgezogen, aber das macht nichts. Wir hatten einen wunderschönen Tag. Absolut. Wir danken dir, dass wir heute nichts mit dir losziehen durften. Es war wirklich fantastisch. Immer wieder gerne. Durch die City, dann etwas außerhalb. Wir hatten zum Schluss noch ein paar Kontakte. Leider nicht verwertet. Ja, so ist das. Ihr kennt das, Leute. Und wenn ihr ein bisschen mehr was von Daniel sehen wollt, schaut einfach in die Infos. Und dein Instagram-Account heißt? Heyhausen. Hey-Hausen. Viele von euch kennen ihn bereits. Mal reinschauen und viele schöne Fische zu sehen. Genau, oder zieht euch hier meine Jungs, die Waterwolves, Fishing Waterwolves einfach rein. Noch mehr bessere Fische,
noch mehr gute Angler. Wir sagen, kommentiert das Video, sagt, was euch gefallen hat, sagt nicht, was euch nicht gefallen hat, liked und vor allen Dingen, wenn ihr neu dabei seid, abonniert und ihn auch. Ciao. Ciao. Ich habe nicht aufgenommen. Ja. Nein. War doch nur warmsprechen. Wir brauchen immer eine Runde warmsprechen. Nein, Quatsch. Ja. Ist alles aufgenommen. Kriegt immer noch alles mit. So, und so sieht dann ein Wagen aus, der voll gespickt ist mit überteuerten Routen. Ja. Mit extrem viel Zeug, was man eigentlich nicht braucht. Richtig. Könntest du ja mal ein bisschen dein Auto mal aufräumen hier. Ja.